So, willkommen zurück bei diesem wunderbaren Sonnenuntergang in Subnautica mit einem ziemlich großen Mond. Ich denke mal, es ist ein Mond für unseren Planeten. Und wow, es ist Nacht und dunkel. Genau, diese Folge wollen wir auf jeden Fall den Seegleiter bauen. Genau, und dafür brauchen wir eine Batterie, Schmierstoff, Stopf, genau, Stoff, Kupferdraht und Titan. Das Ganze werde ich mir jetzt einmal holen, und zwar einmal Titan. Dann, ich hatte doch das gelbe Zeug, zumindest eins da irgendwo, oder? Ja, hier. Dann brauchen wir davon noch zwei Stück für den Schmierstoff, dann die Batterie und Kupferdraht. Okay, alles machbar. Wir holen uns erstmal jetzt noch zweimal die Schlingenpflanze. Schlingenpflanzen-Samenbüschel. Hätte man es nicht länger machen können. Das holen wir uns. Und dann machen wir die Batterie und den Kupferdraht. Genau. Es sieht so hübsch aus. Das könnten alles einfach Wallpapers sein hier. Ich habe. Oh, da ist einer. Okay. Schnell. Ich schnapp dir welche. Ich habe keine Ahnung, wie viele ich habe. Drei Stück, okay, passt. Na, wenn ich schon hier bin, kann ich mehr mitnehmen. Oh, oh, nimm's mit. Und hau ab. Okay. Ich glaube, ich habe aus Versehen einmal. Ja, zweimal. Wenn ich dann schon hier bin. Ich möchte hier nicht nochmal hin. In nächster Zeit. So, und ich glaube, einmal geht noch. Nein, geht kein Mal mehr. Wo? Irgendwo bei mir? Gott, diese ganzen Geräusche machen mich total paranoid. Okay. Wenn wir dann den Gleiter haben, würde ich sagen, schwimmen wir zu dem Ding da hinten. Zu der Rettungskapsel. Ach nee, halt. Zu der da. Die ist näher, genau. Dort erstmal hin. Und dann können wir uns auch die neue Nachricht holen, die wir da haben. So, dann lagere ich das Ganze einmal ein und mache daraus das Schmierstoff, Schmieröl, Schmierzeug. Schmierstoff. Und den Rest lagere ich ein, weil ich weiß noch nicht, was genau ich davon brauche. So. Perfekt. Dann. Du bist schon verdorben? Nein. Alt, alt, alt. Du bist nicht alt. Ich glaube, ich hatte dich nicht gekocht. Kann das sein? Verdammt. Okay, Schmierstopf. Stopf. Ich sag schon wieder. Wow, ich kann nicht mehr sprechen. Tut mir leid. Und Titan. Das bedeutet, wir brauchen jetzt noch. Haben wir bereits genug Kupfer? Einmal Kupfer. Zwei. Nee. Okay, wir haben nicht genug. Dann geht es hier einmal runter. Dann brauchen wir die Pilze. Und ein paar Mal Kupfer und dann haben wir es. Zack, zack. Bleib stehen, Wasser. Ich nenne die Fische ab jetzt nur noch Wasser, weil sie mir Wasser geben. Dich kann ich auch mitnehmen. So. Jetzt nur noch Kupfer irgendwo. Ich weiß noch nicht wo, aber hier irgendwo. Da ist was explodiert. Ich will nicht wissen, was. Ich habe nichts getriggert. Ich bräuchte Steine irgendwo, die ich zerklopfen kann. Es sieht so cool aus. Okay. Hi. Hi. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich hoffe, man sieht etwas, aber ich denke mal schon. Ansonsten kann ich ja das Licht anmachen.
Ich möchte aber nicht zu weit raus, deswegen halte ich mal Abstand. Gott, sind da viele von diesen Bombenfischen-Dinger. Ich finde keine Steine. Verdammt, da. Oh, mein Atem geht alle. Verdammt. Steine? Nein? Es wird zumindest wieder hell. Das ist ein Vorteil. Auch wenn ich das da unten wahrscheinlich gar nicht sehen werde. Ja, ich tue euch nichts. Ich komme in Frieden. Noch. Bis ich meine Torpedos bauen kann und euch kaputt mache. Kupfer! Und Blei. Blei ist blöd. Titan ist auch blöd. Ich brauche Kupfer. Komm schon. Komm schon, Spiel. Sei nett. Für die Zuschauer. Wieso hat das mich bereits gespottet? Hau ab. Böses Ding. Ich habe nochmal Blei gefunden, das ist total useful. Die schnappen sich immer so Metall, wie man hier sieht. Also damit könnte ich sie weglocken, wenn ich was bei mir habe. Einfach das wahrscheinlich droppen und die schwimmen dann da hinterher. Oh, keine Steine. Aber so viel Quarz. Dann bleibe ich in Quarz hängen. Nice. Und ein Leck. Ach ja, wenn man einfach Grafikqualität vor Performance stellt. Mein Leben. Nochmal Kupfer. Reicht das? Wir haben jetzt 4, ne? Sollte theoretisch reichen. Batterie braucht nur ein Kupfer, oder? Genau, und Kupferdraht braucht... Da, 2. Okay, reicht. Schön. Ja, Oxygen. Du lebst auch noch, Gladys. Unter Wasser, Gladys. Okay. Bombenfisch. Kann ich dich triggern? Ich glaube, ich habe es getriggert. So halb. Es ist nur aufgegangen. Okay. Da unten sind noch mehr. 1, 2, ich glaube 3. So viele von denen in letzter Zeit. In meinem ersten Safe, wie gesagt, habe ich gar keine gefunden. Da bin ich, ich glaube, mindestens 20 Minuten rumgeschwommen und habe kein einziges gefunden. Und hier finde ich die überall. Sehr nett. Batterie und Kupferdraht. So. Dann haben wir das und dann können wir den Gleiter herstellen. Sehr schön. Awesome. Und damit können wir jetzt auch in tiefere Gewässer. Und eben weiter. In kürzerer Zeit. Das seht ihr aber gleich. Yep. Der Fisch ist am Verwesen. Deswegen habe ich den mal weg. Verwesen. Okay. Dann Wasser herstellen. Ich weiß, ich habe eine Nachricht. Ich gehe da gleich ran. Nochmal Wasser. Und... Genau, den anderen Fisch kann ich kochen. So. Dann kann ich den essen. Und das da trinken. Und dann können wir weiter. Juhu. Erstmal dich dahin ziehen. So. Gefällt mir das. Gut, dann schwimmen wir jetzt einmal dort rüber. Weil wir ja dorthin müssen. Ja, er schaut es sich erstmal an. Aber auf jeden Fall
ermöglicht uns das Ganze, wie man sieht, sehr schnell unter Wasser unterwegs zu sein. Und das ist super. Ich liebe dieses Ding. Und ja, einige Sachen ploppen hier und da noch auf. Da kann ich aber nichts dran ändern. Da glitscht so ein bisschen Metallschrott. So, dich öffnen. Yay, Hochkapazitätsluftflaschen. Kann ich jetzt herstellen. Schnell da rein. Da ist nochmal ein Seegleiterfragment. Das kann ich scannen, dann bekomme ich Titan. Weil ich das Ding ja schon gescannt hatte und fertig habe. Und sonst ist hier nichts mehr. Ja, das war's. Und du bist Nummer 3. Deswegen droppe ich die Nummer 3. Einfach, ich möchte es nicht irgendwo einlagern. Oder lagere ich es ein? Ich lagere es ein. Komm. Ich baue da einfach kurz ein Lager. Fertig. So, dann einmal zurück zum Schiff. Ich kann euch auch mal zeigen, hier drüben geht es halt etwas tiefer hinaus ins Meer. Das sollte ich aber auf jeden Fall noch nicht hin, weil da gibt es gefährliche Viecher, soweit ich weiß. Einfach damit ihr das mal seht. Da ist wieder so ein großes Ei. Ich nehme es auch mal mit. Gott, es ist so creepy. Da unten ist ein Hai. Und laute Geräusche. Ich möchte die Korallenrücken oder wie die heißen. Da, man sieht es vielleicht. Das da sind Korallenrücken, da möchte ich nicht hin. Die sind zwar friedlich, aber ich weiß, dass da noch anderes Zeug herumschwimmt und deswegen möchte ich da nicht hin. Ist verständlich. Ich hoffe schon. Man hat so ein bisschen gesehen, hoffentlich. Da kommen wir später auf jeden Fall noch hin. Erstmal einen Schluck Kaffee wieder. So, und ich glaube, ich habe das damit verbuggt. Perfekt. So. Dann gehe ich einmal ganz kurz ein Quarz holen. Das hat jetzt so ein bisschen was von Minecraft. Erinnert mich daran. Ich habe es wieder verbuggt. Ich muss ins Wasser. Es erinnert mich so ein bisschen daran, weil Sachen aus Kisten holen, bauen und so weiter. Es hat einfach was davon, finde ich. Die Taschenlampe könnte ich derweil eigentlich wegtun. Und dann einen Wandspind bauen. Geht das? Komm. Ah, so knapp geht's nicht. Ah, es wäre so toll. Es wäre ein tolles Design. Verdammt, dann halt dahin. Und das andere baue ich. Ich sollte ja. Oh, Titan und Quarz. Okay. Hole ich mir. Habe ich beides. Zweimal, einmal. Den baue ich dann dahin. So, und hier packe ich dann mal die ganzen. Ich kann das auch hinschreiben. Eier. Rein. Nicht falsch verstehen. Das da, das da. Das und das. So, was packe ich hier hin? Medikits, genau. Und dann so pflanzliches Zeug, würde ich sagen. Titan. Blei. Kupfer. Und in dich? Weiß ich noch nicht. Ah, die Audiologs. Jetzt habe ich es wieder. Dafür muss ich das Ding erstmal ablegen. Nummer 3. So, und dann holen wir uns ein neues Audiolog. Und schauen mal, was es sagt. Ach so, ihr wieder. Ich hoffe es doch. Was soll ich sagen? Wir sind ein 6-Seater. Wir sind nicht mal ein bisschen equipped, um das zu handeln. Unser Pilot
Yep. Wir sind mit der Aurora, also dem großen Schiff, ganz schön am A. A-Punkt. Man sieht es ja. Also, ups. Ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich jemand überlebt hat, außer ich. Eigentlich sollten sich wirklich andere Leute auch in Rettungskapseln gerettet haben, aber hey, es ist ein Videospiel, also nichts hinterfragen. Aber, Moment, kann ich den Strahlenschutzanzug herstellen? Und wenn ja, da, ja, Fasergeflecht und Blei. Blei habe ich und Fasergeflecht kann ich wie herstellen? Uran. Da. Synthetische Fasern aus Benzol und Fasergeflechten. Nein, das ist falsch. Wie kann ich Fasergeflecht herstellen? Höchstwahrscheinlich aus den Silikongummipflanzendingern, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Steht halt nirgendwo. Ist ja auch nett. Ich möchte da nicht googeln. Ich tue es auch nicht. Ich mache das jetzt. Ich schaffe das schon, ja. Ich bin Profi in diesem Spiel. Naja. So, mal schauen. Faser, irgendetwas Fasermäßiges. Magnesium. Fasergeflecht. Schlingenpflanzenprobe. Oh, das ist blöd. Okay. Und da war wieder ein Leck. Okay, das ist blöd. Das ist sehr blöd. Ich muss dahin. Ich muss nochmal zu den Dingern. Kann ich mir hier auch ein bisschen was abrippen, ohne dass es wer bemerkt? Ja. Zwei, drei. Oh, ich kann die Dinger ganz abbauen. Wow. Cool. Das ist cool. Zack, zack, zack. Inventar voll, okay. So, und zurück in die Base. Und dann basteln wir uns da ein bisschen was. Und zwar dich. Und noch mehr. Und nochmal. Okay. Gut, perfekt. Dann holen wir uns einmal Blei. Wovon ich zum Glück noch etwas habe. Yep. Ich weiß nicht, brauche ich zwei. Egal, mal schauen. Hopp. Und dann können wir uns den Anzug basteln. Fuck yeah. Zwei Stück, perfekt. Und damit können wir jetzt in die Nähe von dem großen Schiff, also von der Aurora, weil wir gegen Strahlen eben jetzt etwas geschützt sind. Das ging tief. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das auch jetzt mal. Wir holen uns noch die Rettungskapsel da hinten. Aber ich denke mal, danach wird dann auch schon wieder der Part vorbei sein. Mal gucken. So. Hallo Höhle. Hui. Juhu. Das Spiel ist echt cool. Ich kann es euch nur empfehlen. Wenn ihr sowas wollt, so Unterwasser, Exploration, Abenteuer, hin und wieder Horror, weil Schockmomente, dann ist das Game perfekt für euch. Hier kann ich Dinge scannen, glaube ich. Vielleicht. Ja. Mobile Fahrzeugstation. Fragment. Seemottenfragment, sehr schön. Das ist das nächste Schiff, das wir dann bauen werden. Das ist so ein Unterwasser-U-Boot, Mini-U-Boot. Laborschalter. Alles mitnehmen. Ist alles gratis. So. Das hier auch noch. Noch ein Bauplan, sehr schön. Basisbioreaktorfragment. Ja, das nehme ich natürlich auch mit. Ich habe keine Ahnung wofür, aber du bist mein. Oh Gott, da ist dieser Hai. Ist hier noch irgendetwas? Scheint nicht so. Ich möchte da nicht zum Hai. Der scheint böse zu sein.
Ich könnte es mir zumindest vorstellen. So, dann einmal da nach hinten. Ich kann das Licht anmachen. Vielleicht seht ihr dann etwas mehr. Kupfer. Kupfer wird auch noch wichtig sein, weil ich immer wieder Batterien brauche für diesen Gleiter, den ich benutze. Nochmal Titan. Oh Gott, meine Luft geht alle. Beeil dich. Okay, alles gut. Und da war ein Leck. Und wenn ich das richtig höre, dann ist hier ein Vulkan in der Nähe. Not sure. Wo? Da. Okay. Ah, hier sind wir schon. Sehr schön. Ich hole mir erstmal das hier. Kompass. Okay, den müssen wir auch unbedingt noch herstellen. Ist zwar nicht so wichtig, glaube ich. Aber ich möchte den mal haben. Ich habe den noch nie gebaut. Da haben wir ein zurückgelassenes PDA. Ich denke einfach mal, damit kann ich mir durchlesen, was hier wirklich passiert ist bei dem Rettungsschiff und so weiter. Aber jetzt geht's erstmal zurück zum Schiff. Was? Ach so. Korallen, okay. Oh, der Gleiter macht halt so viel einfach das Ganze leichter hier und schneller und besser und es ist toll, ihn zu haben. Und man entkommt auch endlich Gegnern. Man kann einfach wegschwimmen. Du musst nicht mehr kämpfen oder sie einmal anhauen oder wie auch immer. Es macht es auf jeden Fall leichter. So. Diese ganzen Fischschwärme sehen so toll aus, wenn sie so leuchtend durch die Nacht schwimmen. Und dazu noch diese creepy Geräusche von irgendwelchen großen Monstern. Es ist wunderbar. Ein tolles Spiel. Genau, und hier mache ich dann auch erstmal wieder den Cut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich lagere jetzt noch ein paar Materialien ein und ja, macht's gut. Bye bye.